nicht. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wie man auch Landwirte bekommen kann, die das System verteidigen. Ich glaube auch nicht, dass irgendein Landwirt das gerne macht. Ich glaube nicht, dass die Australier alle so herzlos sind und sagen, okay, Bullenkalb, zack, mit dem Hammer drauf. Aber das zeigt umso wichtiger, dass wir dieses System einer Zuchtausrichtung Fleischrasse Milch, dass wir das verändern müssen, damit sich diese Grausamkeit nicht bei uns durchsetzt. Naja, so. Man könnte diese Liste der Ineffizienzen noch weiter fortsetzen. Das ist auch bei Sauen so, die so gezüchtet worden sind, dass sie tendenziell mehr Ferkel geben, als sie mehr bekommen, als sie selber aufziehen können. Das ist im Geflügel, in der Geflügelhaltung, die Brüder der Legehennen. Das kennt ja jeder, dass jedes Jahr Millionen Küken geschreddert werden, weil sie eben als Brüder von Legehennen keine Fleischfähigkeiten haben und deshalb unwirtschaftlich werden zu mästen. Das ist ja alles bekannt, also man kann das sehr, sehr lange fortsetzen und ich denke, man kommt unter dem Strich zu dem Ergebnis, dass eine einseitige Leistungssteigerung, die aber ökologische und ethische und tierrechtliche Kosten hat, dass das nicht sozusagen die Lösung für eine Landwirtschaft sein kann und das macht eine Agrarwende umso nötiger. Jetzt wäre nur die Frage, was macht man damit, wie kann man damit umgehen und wie kann man da eine Wende einläuten? Und da hatte ich eben mit Herrn Hilfs besprochen, dass wir diese Situation der Landwirte nicht außer Acht lassen können. Also dass man jetzt sagt, so geht es nicht, das ist glaube ich allen, die nicht unbedingt an diesem System verdienen, ist eigentlich allen klar. Man will nicht irgendwie Bullenkehrer erschlagen, man will als Landwirt selber auch nicht ständig tote Ferkel im Stall haben, das will eigentlich keiner. Nur die Situation der Landwirte ist so, dass in dem Moment, wo sie in dieses System investiert haben, sie so hoch verschuldet sind, dass eigentlich kein Landwirt sagen kann, ja, ich habe da erstmal gerade 700.000 Euro in den Sand gesetzt. Die Beratung für die Landwirte geht immer noch sozusagen Strukturwandel, das ist der Weg in die Zukunft, die anderen Betriebe, wir sind international aufgestellt, wir müssen auf einem Weltmarkt bestehen und wir müssen Milch und Fleisch zu Weltmarktpreisen liefern, wir werden bei den Freihandelsabkommen haben, also müssen wir günstig produzieren, man kann das Geld über die Masse machen. Diesen Satz hören die Landwirte immer wieder. Und dann wird ihnen eben gesagt, investiert, die Berater sagen, investiert in die Milchviehhaltung, baue einen Stall für 400 Kühe, da können die dann halt nicht mehr auf die Weide, das ist aber eh zu viel Arbeit. Das heißt, die Landwirte werden von der Beratung benötigt, in so ein Risikosystem einzusteigen und in dem Moment, wo sie dann das Geld investiert haben, ist es natürlich komplett unmöglich zu sagen, ja, ich habe da jetzt mal gerade eine 500.000 in den Sand gesetzt. Und deshalb ist gerade, glaube ich, der Punkt ganz, ganz wichtig, dass man versteht, warum Landwirte sich in die Situation begeben, nämlich nicht, weil sie eben denken, ich will nicht gut zu meinen Tieren sein, sondern weil es ihnen auswegslos erscheint. Und glaube ich, da muss man ansetzen, um alle Wege, die alternativ sein können, ist, dass man mit der Landwirtschaft denken muss, mit den Landwirten, die nach einem neuen Weg suchen und die aber auch aus einer Beratung und landwirtschaftlichen Schule kommen, wo sie eben sehr lange gelernt haben, es gibt keine anderen Wege, das alles sind Nischen und dann sagen, ach ja, die Biolandwirte sieht man ja jetzt, Bio wächst, aber die deutschen Biolandwirte kriegen sie nicht in die Läden und die auch gute Argumente haben, die sehen dann irgendwie die Leute bei Aldi einkaufen, tun das zum Teil selber und sagen, ja, die Leute kaufen eh das Billigste. Das ist so ein bisschen die Ausgangssituation, eine die ja auch sehr schmerzhafte Situation für Landwirte, zu sagen, ja, ich würde es ja anders machen, aber wie geht denn da der Weg dahin? Und ich glaube, das muss man mitdenken, dass alles, was man jetzt plant an Energie, an Ernährungs- und Agrarwende, dass man da die Situation der Milchbauern mit berücksichtigen muss und denen sozusagen einen Weg zeigen muss, wie vielleicht über die Regionalwert AG und ihnen sagen muss, hier sind Wege, wie eine andere Landwirtschaft aussehen kann. Ich hab noch ein paar Minuten Zeit für meine Vorschläge, die ich ja auch noch machen würde, wie ich glauben könnte, dass es besser sein könnte, wie eine Landwirtschaft anders gehen könnte und wie man sowas wie eine Agrarwende tatsächlich einlösen könnte. Und ich glaube, ganz am Anfang muss wieder stehen, dass man diese Kluft zwischen landwirtschaftlicher Erzeugung und dem Konsum aufhebt. Das war ja sozusagen nur vor zwei Generationen, hatte jeder einen Verwandten in der Landwirtschaft, jeder wusste, wie das aussah, jeder dachte auch mitsprechen zu können und hatte also eine Vorstellung, war schon mal auf dem Bauernhof gewesen. Und jetzt mit dem einsetzenden Strukturwandel und der Industrialisierung hat sich ja aus solchen und hygienetechnischen Gründen die Forderung ergeben, die Ställe müssen abgeschlossen werden. Das heißt zum Beispiel in den Landkreisen Kloppenburg oder Vechta, da leben Millionen Schweine, aber man sieht eigentlich keine, wenn man nicht ausdrücklich die Erlaubnis des Betriebsleiters hat, dass man in so einen Stall kommen kann. Und ich glaube, dass diese absolute Trennung zwischen Produktion von Fleisch, unsichtbar hinter verschlossenen Mauern, hinter solchen Schleusen, also das sind praktisch Züge, die man nur wie in einem OP-Saal oder in Intensivstation kann, und dem Konsum, der aber dadurch befeuert wird, dass ja
die Werbung für die Landwirtschaft eine ganz andere sein darf. Also der Konsument geht in den Supermarkt und sieht irgendwie das Fleisch mit dem Schwein, was irgendwie so über die Wiese läuft oder die Kuh auf dem Grünland, die Kuh, die ihr Gras frisst und sieht aber überhaupt nicht die Produktion. Und diese Kluft hat meiner Ansicht nach auch dazu geführt, dass eben wenig Verständnis da ist für Landwirtschaft, wenig Erfahrung, wie sieht es denn tatsächlich aus, und aber auch viele Konsumenten, die jetzt nicht, wie sie, sich dafür interessieren, dass sie eben denken, ja, wird schon passen, wenn das Schwein da irgendwie durch die Erde läuft oder die Kuh am Gras. Und ich glaube, dass jeder Ansatz für eine Agrarwende diese Kluft wieder überwinden muss und auf alle Weisen versuchen muss, die Menschen als Konsumenten und die Landwirte zusammenzubringen. Und ich glaube, dass die Landwirtschaft es unterlassen hat in den letzten Jahren, sich diese große Faszination, die ja viele haben, zunutze zu machen. Also es gibt ja eine ganz, ganz große Faszination. Kinder wollen Bauernhofbücher lesen und viele Leute wollen auf dem Land leben, wollen mit dem Land arbeiten, sehen sich, mögen gerne Tiere, halten Haustiere. Und ich glaube, dass diese Faszination eine Chance ist für die Landwirtschaft zu sagen, wir vermarkten das, wir zeigen unsere Höfe, wir öffnen unsere Höfe, wir zeigen authentische Bilder, wie die Tiere leben, und dass das eigentlich einen Mehrwert beim Kaufen von Lebensmitteln so generieren müsste, wie es anderen Unternehmen ja auch schafft. Also das Marketing ist ja heute nicht so, dass man rein faktisch bewirbt. Ihr könnt ja, wenn ihr keine Lust habt zuzuhören, das ist ein Stört so ein bisschen, weil ich dagegen anregen muss. Wenn es so langweilig ist, macht ihr ja vielleicht. Also, dass es eine große Chance sein könnte, diese Faszination im Marketing mit aufzunehmen. Und Unternehmen wie Auto- oder Computerhersteller haben natürlich keine Marketingabteilung, in denen sie sagen, wir zeigen ihnen rein faktisch, was irgendwie ganz toll ist an unserem Produkt, und dann kaufen sie das aufgrund rationaler Entscheidungen, sondern die vermarkten natürlich eine Emotion mit. Also ein Computer, so, also der Erfolg von Apple, denke ich, in den letzten Jahren, das war immer ein Lifestyle, ein Schicksein, dieses Gefühl wurde vermarktet. Und wenn das die Landwirtschaft sich zunutze machen würde und sagen würde, wir vermarkten Lebensmittel, die von dieser Umwelt, von dieser Nähe, von unseren Tieren, von den glücklichen Tieren kommen, und das zwar nicht als Fake, also als irgendein falsches Werbebild für eine andere Produktionsform, sondern als tatsächlich vorhandene Produktionsform, dann müsste es eigentlich möglich sein, diesen Mehrwert auf die Erzeugerpreise zu bringen und damit den Landwirten zu helfen aus dieser Preis, was ist ein Preisdilemma. Und erstaunlicherweise ist dem Deutschen Landwirtschaftsverlag genau das gelungen, wahrscheinlich eher unbeabsichtigt. Es gibt ja diese Zeitschrift Landlust, das ist eine Redakteurin von Top Agrar. Top Agrar ist die Fachzeitschrift für Landwirte, die die extrem, sagen wir mal, technologiefreundlich in die Richtung, ja, Strukturwandel, der moderne Landwirt investiert in Technik, vergrößert seine Betriebe, investiert. Also die damit sozusagen... also das als ihr Programm hat, und ausgerechnet einer Redakteurin dieser Zeitschrift hat die Idee, ich gründe jetzt mal was für die Konsumenten, die gerne aufs Land wollen, gründet die Zeitschrift Landlust, hat damit einen so enormen Erfolg, dass die Millionen, die sie damit verdient, den ganzen Verlag quasi am Laufen halten. Nur das Interessante ist, in dieser Zeitschrift Landlust darf Landwirtschaft nicht vorkommen. Also echte Landwirtschaft, was sagt die Bäuerin, die morgens in den Stall geht und irgendwie Ferkel so billig wie möglich produzieren muss, wie geht's der, das kommt da nicht vor. Da kommt das schöne, nette Bild vor, die runden Äpfel. Also jetzt, ich will da nicht drüber lachen, das ist halt ein Vermarkten von einem Lebensgefühl, Land ist cool, nett, sexy, schick, da will man gerne sein, da will man sich so zurückziehen. Und das zeigen die eigentlich, also dieser Verlag, der sein Geld mit der Industrialisierung von Landwirtschaft verdient, das hat eigentlich mit der Zeitschrift Landlust gezeigt, dass es irgendwas gibt, was die Leute rührt, was sie dazu bringt, Geld auszugeben für diese reine Welt, ohne zu sehen, dass das auch eine Vermarktungschance sein könnte, zu sagen, wir erhalten eine bäuerliche, multifunktionelle, ökologische Landwirtschaft mit glücklichen Tieren, und das kostet eben. Und Leute, wenn ihr das kaufen wollt, wenn ihr das gesunde Land eben essen wollt, dann müsst ihr davon ausgehen. Und ich glaube, in die Richtung gibt es ganz große Vermarktungschancen, wenn man das angehen würde und wenn man sich von dieser Richtung, wir müssen immer weiter, immer mehr für den Weltmarkt produzieren, kostet es, was es wolle, wenn man sich davon verabschiedet. Ein Modell würde ich gerne vorstellen, wie man da hinkommen kann, und das ist die solidarische Landwirtschaft. Ich weiß nicht, wie viele Leute das hier eh schon kennen und Modelle vielleicht schon erlebt haben. Das ist ein ganz neuer Ansatz, wie man komplett den Markt in der Landwirtschaft umgehen könnte, wo sich Genervte, oft Städte, die diese Art von Landwirtschaft nicht mehr wollen, die der Anonymität entkommen wollen, zusammenschließen mit einem Landwirt.
und zwar nicht mehr dessen Waren kaufen, sagen, du produzierst für uns und wir zahlen für das, was du geerntet hast, sondern die eine monatliche, eine Art Ernährungspauschale zahlen und gemeinsam mit dem Landwirt besprechen, du hast so und so viel Hektar, du willst so und so viel Fläche für Tiere haben, du willst die Tiere halten, die Arbeit macht das und das und gemeinsam besprechen, so könnte die Landwirtschaft aussehen. Und das war sehr lange so ein winziges Modell, wo es eine Handvoll Höfe gab in Deutschland. Und innerhalb der letzten Jahre sind das über 100 Höfe geworden. Und fast überall, wo ich zu einer Lesung hinkomme, entsteht gerade so ein Hof. Und ich glaube, das Entscheidende daran ist einmal diese Nähe. Der Konsument ist nicht mehr nur Konsument, sondern Prosument oder Pro-Produzent direkt an der Landwirtschaft rum. Er trägt das Risiko mit der Produktion, also nicht mehr der einzelne Landwirt muss das Risiko tragen, wenn er Fehlernte oder wenn die Tiere sterben, hat er eben Pech gehabt, sondern über diesen monatlichen Beitrag sichert man den Hof ab und man verbindet sich dazu und es macht eben diese ganz extremen Preisausschläge, wie jetzt gerade bei der Milch, das macht das eben nicht mit, weil ja der Einzelne seinen Hof mitfinanziert, für den er verantwortlich ist. Das Ganze gibt es in Japan und in den USA in einem viel größeren Maßstab, also mit viel größeren Betrieben, sodass man eben nicht nur vielleicht eine Handvoll Leute hat und einen kleinen Hof, sondern dass man auch sagen kann, hier ist mein Monatsbeitrag, sehe zu, dass das Geld vor, dass die Sachen vor meiner Tür stehen, also auch in dem Modell, dass man sich nicht ganz viel einbringt, bis zu Modellen wie in Hamburg der Kattendorfer Hof, wo man auch dann zum Erdbeerfest kommen kann oder auch mit irgendwie gemeinsam Sachen einmachen kann, also mit viel größerer Anbindung, was vielleicht für Familien mit kleinen Kindern natürlich ein schönes Modell ist, wenn man in einer Großstadt wohnt und einen Ort hat, wo man hinkommen kann. Also da sind ganz viele Ausgestaltungen möglich und allen gemeinsam ist eben, dass man nicht diesen Weg auf dem Markt, muss man das Günstigste verkaufen will, sondern wieder eine direkte Beziehung hat zwischen den Konsumenten und den einzelnen Landwirten. Und dann habe ich noch ein Modell neuer Landwirtschaft, was ich mir sehr wünschen würde, nachdem ich ein paar Veranstaltungen über Bildungspolitik moderiert habe. Und das wäre, dass man jeder Schule einen Bauernhof zuordnet, wo immer es möglich ist. Und zwar einmal als der Ort, an dem gekocht, also an dem die Lebensmittel produziert werden für die Schulkantine, was das Problem von möglicherweise gefährlichen Erdbeeren im Schulessen aufheben würde. Und das Zweite wäre auch, dass dieser Bauernhof auch ein außerschulischer Lernort sein könnte. Also ein Ort, an dem man Unterrichtseinheiten macht, in dem man Ethik beim Schlachten zum Beispiel ganz konkret besprechen könnte. Oder aber auch Biologie oder Chemie, es sind ja auch Sachen, die man nicht nur im Klassenraum unterrichten kann, sondern möglicherweise eben auch in der Natur. Und wenn es eine solche Kopplung gäbe, das ist sozusagen politisch schwer zu organisieren, weil man dazu Bildungsministerien und Agrar- und Umweltministerien zusammenbringen müsste und natürlich auf kommunaler Ebene irgendwas umstrukturieren müsste. Aber wenn man es schaffen würde, dass man alle Schüler über diesen zugeordneten Bauernhof wieder in einen Produktionszyklus reinbringen würde, in dem man vermitteln würde, man muss erst sehen, bevor man das erntet, die Kartoffeln kommen wirklich aus der Erde und die Kühe geben erst Milch, wenn sie einen Kalb gegeben haben. Wenn man das alles vermitteln würde und gleichzeitig ja auch eine Nähe schafft, glaube ich, dass das eine ganz große Verbindung schaffen würde, wieder eine Nähe, die es im Moment nicht gibt und dass es diese Kluft aufheben würde, dass im Moment die Landwirte sich wie vor den Kopf gestoßen fühlen, weil sie eigentlich doch nur günstig Lebensmittel produzieren wollen und plötzlich vor einer Gesellschaft stehen, die ihnen sagt, ihr seid aber alle Tierquäler und die deswegen ganz verzweifelt sind. Also das wären so einzelne kleine Wege, sozusagen eher in der Kategorie, das könnte man, wenn man jetzt wirklich eine politische Agrarwende fordern würde, das könnte man dann erreichen. Und ich glaube, dass auf jeder Ebene des regionalen Zusammenschlusses, des zum Hofladen gehen oder aber auch regionale Lebensmittel in Supermärkte bringen und dann zu gucken, wo kommt eigentlich das Essen her, hat das eine Bindung an die Gegend, dass alle diese Regionalisierungstendenzen, die es ja gerade gibt, dass die vielleicht kleine Wege dahin sind zu sehen, dass man das erreichen müsste. Ich höre öfter, ja, das ist ja alles utopisch und man kriegt das jetzt gar nicht hin. Und dann habe ich aber gedacht, dass es so viele Aufbruchsbewegungen gerade gibt, dass es dann gar nicht mehr so utopisch klingt, wenn man sieht, es gibt die großen Wir haben es satt Demos im Januar, wo jedes Jahr immer mehr 10.000 Leute hinkommen und sagen, wir wollen eine andere Landwirtschaft. Es gibt die ganze Urban Gardening-Szene in den Großstädten, wo Leute sagen, ich will jetzt aber direkt mit meinen Händen in der Erde rumwühlen und eine Möhre ernten. Und wenn es nur eine ist, dann die Bewegung der solidarischen Landwirtschaft, die in den letzten Jahren über 100 Höfe gewonnen hat. Und dann auf der anderen Seite diese ganzen Untergangsbewegungen auf dem Land, die wir ja kaum mitkommen, das stille Sterben von ganz vielen Bauernhöfen, das Verarmen von Dörfern, die früher mal belebt waren, weil eben Landwirtschaft dort war, wenn man das alles zusammenbringt und dann auch die Verzweiflung der Landwirte, ich denke, wenn man das alles kombiniert, dann mit der Sehnsucht der
digitalisierten Menschen, globalisierten Menschen in der Burnout-Gesellschaft, in deren Sehnsucht nach dem Land. Ich glaube, dann wird sozusagen so Modelle wie Bauernhof und Schule verbinden oder solidarische Landwirtschaft, dann scheint das fast nicht mehr utopisch, sondern eine zwingende Folge. Und ja, in diesem Sinne hoffe ich auf die Agrarwende. Vielen Dank. Vielen Dank, das war ein paar Forstritte durch Ihr Thema. Das war sehr befruchtend. Ich habe mir etwas. Ja, das auch. Ich habe mir etwas notiert. Emotionen mitvermarkten. Also wir hatten ja mal eine Phase, ich kann mich noch daran erinnern, die ganz jüngere Generation wohl nicht mehr. Da gab es tatsächlich in der Fernsehwerbung Spots, die dann allerdings eher auf den quantitativen Konsum gerichtet waren. Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Ich habe das auch in diesem Rahmen schon mal hier zitiert. Es ging natürlich um quantitativen Konsum. Die Frage ist, ob man an der Stelle vielleicht wieder eine große, auch längerfristige Werbekampagne schalten sollte, der es dann aber nicht um den quantitativen Konsum, sondern um den qualitativen Konsum geht. Es braucht dann ja auch nicht nur auf Fleisch gerichtet zu sein, das kann alles.